5 cm aus edlem Feinsilber. 19 Preisträger durften sich gestern über die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste freuen. Die bayerische Sozialministerin Ulrike Schaaf hat die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement in der Hofkirche der Residenz überreicht. Ja, es ist bemerkenswert und es ist wirklich eine Herzensfreude zu sehen. Sie können Regeln aufstellen, Gesetze machen, aber Sie können nicht einfordern, dass die Menschen füreinander einstehen, dass sie füreinander da sind, dass sie anderen Hilfe und Unterstützung geben und dass das wir in Bayern so viele haben, die das aus tiefstem Herzen über Jahrzehnte hinweg tun, das ist etwas ganz was Besonderes. Auch Schauspielerin Maria Furtwängler ist unter den Preisträgern. 2016 hat sie die Malisa-Stiftung ins Leben gerufen und engagiert sich seitdem für die Rechte von Frauen und Mädchen. Also es war nochmal für mich eine Inspiration, weiterzugehen, mehr zu machen. Und wenn wir die Möglichkeit dazu haben und fähig dazu sind, dann glaube ich, ist das auch eine Art, unsere Demokratie zu unterstützen. Nämlich die fängt mit Empathie und damit an, ich sehe dich, ich sehe, wer du bist und dass dir was fehlt, dass du was brauchst und wie kann ich dir helfen. Giovanne Elber unterstützt mit seiner Arbeit Straßenkinder in seiner Heimat Brasilien. Doch schon bald könnte auf den Ex-Bayern-Profi ein ganz anderes Projekt zukommen. Dringend wird jetzt hier ein Trainer benötigt. Fühlst du dich nicht berufen? Überhaupt nicht. Wir haben so ein schönes Leben. Was will ich jetzt aus Dringend beim FC Bayern? So wie ich mich. Danke. Die Bayerische Staatsmedaille wird jedes Jahr verliehen. Anregungen für eine Auszeichnung können Bürgerinnen und Bürger beim zuständigen Ministerium, den Regierungen und den Gemeinden abgeben.